Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag zu unserem Webinar Projekte nerven einfach nur. Durch die Sendung begleiten Sie heute Claudia Simon und Guido Bacharach. Wir beide sind auch in der Leitung der GPM-Fachgruppe Critical Chain Projektmanagement und diskutieren mit Ihnen heute die nervigen Faktoren und zeigen auch Lösungsrichtungen auf. Projekte nerven einfach nur. Solange ein Projekt nur als Idee existiert, ist es noch toll. Man malt sich aus, welche Ergebnisse das Projekt hervorbringen wird, welcher Nutzen daraus für das Unternehmen und die beteiligten Menschen entsteht und möglicherweise auch, wie es ablaufen könnte. Und sind die Ergebnisse dann tatsächlich da und entfalten ihre Wirkung? Ist das Projekt in der Retrospektive auch wirklich eine tolle Sache gewesen. Aber während ein Projekt läuft, nervt es einfach nur. Projekte konkurrieren, ja, sie kämpfen um Managementaufmerksamkeit und Ressourcen. Sie kommen sich in die Quere und oft widersprechen sie sich auch noch gegenseitig in ihrer inhaltlichen Ausrichtung. Menschen werden zu Multitasking getrieben, geraten in Zwickmühlen und Konflikte. Wer hat dazu schon Lust? Wer kann da sein ganzes Potenzial entfalten und zum Nutzen des Unternehmens einsetzen? Wir arbeiten seit einigen Jahren in einer Fachgruppe der Gesellschaft für Projektmanagement, nennt sich Critical Chain Project Management. Da stellen wir uns mehr oder weniger die Frage, okay, welches Konzept, welche konkreten Projekt-, Multiprojekt- und Portfolio-Management-Methoden sind am besten geeignet, ja, um im Endeffekt unternehmerische, allerdings wir gehen auch mehr und mehr dahin, dass wir nicht nur Unternehmen, sondern auch NPOs, Non-Profit-Organisationen, speziell auch den öffentlichen Dienst, der jetzt im Moment ja auch sehr stark unter einem Verbesserungs- und Optimierungsdruck ist, bestmöglich zu unterstützen. Und sagen wir mal so, wir haben da auch ein klein bisschen eine Weltverbesserungsgedanken drin, indem wir sagen, wir wollen einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der Welt leisten. Und wir machen das so, die GPM ist ja die Gesellschaft für Projektmanagement hier in Deutschland, Mitglied der IPMA, der Internationalen International Project Management Association, über 8000 Mitgliedern also in der Welt und ist ein gemeinnütziger Verein, die GPM, wie gesagt, als deutsche Organisation, wobei es war die Gründungsorganisation eigentlich auch dieser internationalen IPMA-Organisation, die inzwischen auch 70 Länderorganisationen. Und wie gesagt, wir versuchen in diesem Rahmen darüber zu sprechen. Wir treffen uns, wir sprechen darüber, wir erstellen Artikel und machen, wie gesagt, in diesem Rahmen auch dann stellenweise solche Events und Seminare und Veranstaltungen wie dieses hier. Du hast ja gerade erwähnt, dass ihr für die GPM aus der Fachgruppe Critical Chain heraus Projekte nerven, war ja unsere Behauptung. Und wir hatten Sie im Vorfeld gefragt, bitte teilen Sie uns doch mal mit, was Sie an und in Projekten oder deren Management nervt. Sie sehen hier drei Riesenspalten. Wir sind echt überwältigt von den Antworten. Druck und kein Verständnis von den Rahmenbedingungen. Sie dauern immer deutlich länger als geplant, weil andauernd Change Requests dazu kommen. Gute Frage. Bin jetzt in einer Phase der Entspannung und Freizeit. Die geringe Synchronität diverser Aktivitäten, weil Prioritäten in Fachabteilungen anders gesehen werden, sowohl von Teammembern als auch von Vorgesetzten und damit jegliche Planung zunichte gemacht, Projektmanagement maßlos beschäftigt wird, da spielt wohl die Lebenserfahrung mit, es geht auch so und war niemals so brisant, etc. etc. Alles. Wir verzetteln uns zwischen den vielen parallelen Kundenprojekten. Offene Punkte. Bedenkenträger, Verhinderer, Lustlosigkeit. Der ständige Kampf um Ressourcen bei angeblichen Prio 1 Projekten. Die viel zu große Anzahl an Projekten, die gleichzeitig existieren. Dass nichts fertig wird. Milestones. Kein Projektziel oder Auftrag. Unklare Verabredungen, aber wie kommt man zu klaren Verabredungen? Projektblockierer. Wenn ein Projekt gut läuft, wird versucht, die Projektressourcen zu reduzieren und andere Aufgaben höher zu priorisieren, denn das Projekt läuft ja gut. Wenig hilfreiche Detailplanung. Statt an der Sache und Lösung orientiert, geht es irgendwann um, wer hat wann eigentlich was definiert und die Suche nach Gründen, warum man nicht dort steht, wo man sein sollte, geht der Arbeit an der Lösung vor. Kampf um Budget, Ressourcen und Entscheidungen. Nichteinhaltung von Zusagen von Arbeitspaketverantwortlichen und Führungskräften.
Dynamische Auslegung von Verantwortung. Zwang zu sportlichen Terminen, obwohl man weiß, dass diese unrealistisch sind. Verspäteter Beginn. Verzögerungen extern, zum Beispiel Bauherren, intern, zum Beispiel zu langsame Bearbeitung. Fehler in Bearbeitung mit Notwendigkeit zur Korrektur. Budgetüberschreitungen aufgrund Verzögerungen, Fehlerkorrektur. Eine übermäßig hohe Zahl an Projektteilnehmern führt zu einem ineffektiven Prozessverlauf. Unzuverlässigkeit, schlechter Informationsfluss. Wir sind in der Abteilung Technisches Projektmanagement für die Abwicklung der Entwicklungsprojekte verantwortlich. Parallel laufende Projekte sind nicht ungewöhnlich und Anregungen und Lösungsstrategien sind immer von Interesse. Umsetzung, Hindernisse aufgrund von konkurrierenden Ressourcen. Keine Ressourcen, um ins Detail zu gehen. Nerven ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Generell ist es meine Arbeit, aber Ihre Beschreibung passt schon sehr gut. Mit den Problemen kommt man sehr oft in Berührung. Sie laufen in der Regel nie wie geplant. Motivation sinkt während des Projekts. Ja, und eben die zu vielen Projekte, die gleichzeitig laufen, genau. Und dass Mitarbeiter nicht mitmachen. Kurzum, das Umfeld. Konflikte mit dem Tagesgeschäft. Mich nervt, dass die Planung auf Schätzungen beruht, dass das Linienmanagement diese aber für echte Werte hält. Die angesprochenen Punkte in der Agenda treffen die Punkte sehr gut. Ressourcenkonflikte, Top-Leute delegieren zu wenig an weniger gute Unplanbarkeit von Verschiebungen zu vieler Aufgaben auf einmal. Wie kriege ich mehrere Projekte effizient geregelt? Fehlendes Commitment von beteiligten Abteilungen, Projekte als Add-on zu verstehen und weniger als Grundlast. Politische Vorgaben entgegen besserem Gewissen, zu viele Projekte parallel zu starten. Fehlende Ressourcen. Zu viele parallel laufende Projekte ohne eindeutige Priorisierung. Schlechte, keine Schätzungen. Prioritäten werden nicht gesetzt oder ändern sich ständig, ohne Kommunikation. Falsche Zeit- und Aucheinschätzungen. Entscheidungsfindung, erst die beste Option im Detail bewerten, dann, was haben wir außerdem für Möglichkeiten? Trainierte Experten werden nicht ausgebildet, aber benötigt. Projekte werden im Doing teilweise undurchsichtig, als wenn man zwischendurch den roten Faden verliert. Am Ende passt es dann aber doch. Zeitverzögerungen sind dadurch in Kauf zu nehmen. Die Rüstzeiten zwischen den Projekten. Die nicht immer eindeutige Priorisierung im Unternehmenskontext. Das Abhängigsein von den Beiträgen anderer. Nicht eingehaltene Termine. Wenn die Führungskräfte wechseln und damit Projektbeteiligte eine andere Rolle erhalten oder nicht mehr im Projekt sind. Zu wenig Ressourcen. Mangel an Kapazität des Projektteams. Priorität des Projektes werden häufig zugunsten anderer Dinge geändert oder reduziert. Anfängliche Projektbegeisterung, Unterstützung und Management verfliegt oftmals, dass sich die Ausgangssituation sehr schnell ändert. Häufig mangelnde Einhaltung zugesagter Termine oder Arbeitsergebnis in unzureichender Qualität durch das Projektteam. Die Rechtfertigung gegenüber dem Kunden bzw. Problemlösung obliegt in der Regel aber dem Projektmanager. Verantwortlichkeiten nur für einzelne Projekte, aber kein Fokus auf alle laufenden Projekte. Dadurch Zielkonflikte, Kampf um Ressourcen und mehr Frust als Freude bei den Mitarbeitenden. Unklare Prioritäten, Multitasking, Arbeit fließt nicht, Engpässe. Ich musste mich gerade zurückhalten, um nicht bei vielen Sachen zu sagen, ja, das kenne ich. Es freut mich ja, dass vieles von dem, was wir jetzt berühren werden, da auch schon enthalten war. Das heißt, wir liegen nicht so ganz daneben mit unserer Einschätzung. Projekte nerven einfach nur. Stimmt das denn? Wir haben ja jetzt schon vieles gehört. Was ist denn so deine Erfahrung zu nervigen Projekten? Ich habe es ja gerade schon gesagt, als ich das gerade vorgelesen habe, beziehungsweise das von dir gehört habe, da hatte ich schon irgendwie das Gefühl zu sagen, jo, richtig passt, ne, kenne ich. Ist so und so weiter. Also ich habe auch in meiner Zeit, und ich habe ja doch einiges an Projekten in meiner Zeit gemacht, habe ich also den Begriff von nervigen Projekten tatsächlich manchmal wortwörtlich erlebt. Also es gab tatsächlich Situationen, ich erinnere mich da an Projekte in Italien auch, wo ich allein auch durch diesen kulturellen Konflikt so genervt war, dass ich stellenweise auf dem Nachhauseflug also Fieberschübe hatte und ich mich richtig, richtig krank gefühlt habe. Das hatte ja sicher nicht nur eine Auswirkung, also es ist nicht nur, das hat ja eine starke Auswirkung auf dich gehabt, aber es hat ja wahrscheinlich auch eine Auswirkung auf das Projekt gehabt oder die Projekte, die du da geführt hast, oder? Ja, also wie gesagt, das war immer ganz unterschiedlich. Also in dem Fall, in diesem ganz speziellen Fall, wo ich diesen italienischen Projekten war, es tatsächlich so, dass die Projekte selber im Endeffekt, also im eigentlichen Projektergebnis, eigentlich sehr erfolgreich waren. Ich weiß nur allerdings bis heute nicht, weswegen und wer überhaupt das Projekt geleitet hat. Also ich war es zumindest anscheinend nicht, der das Projekt geleitet hat, auch wenn ich es offiziell gewesen bin. Und bei anderen Projekten, um deine Frage dazu beantworten,
Das Beste ist natürlich, einen Projektleiter zu haben, der nicht genervt ist, der ruhig ist, der im Endeffekt im Projekt dann mit einer ruhigen Hand das Projekt eben durchzieht. Und das war oftmals nicht gegeben. Ich habe versucht, mich natürlich am Riemen zu reißen, aber das hatte auf das Projekt natürlich auch nicht so einen guten Einfluss. Ja, das klingt ja schon richtig ungemütlich, ne? Nicht wirklich gut. So mag man eigentlich nicht arbeiten. Wir haben es ja jetzt von vielen gehört. Genau deswegen haben wir jetzt auch mal das alles vorgelesen. Normalerweise würde ich das ja nicht machen. Aber ich fand es so beeindruckend, weil es wirklich von vielen, vielen Menschen jetzt kam, die gesagt haben, ja, und das ist genau das, was uns nervt. Und wir haben aber auch, dass wir es merken, dass Projekte nerven, nämlich an unseren Projekten an sich. Du hast es mit der Frage ja schon in den richtigen Kanal gebracht. Die Frage ist ja jetzt weniger. Ich erinnere mich an die Antwort des einen Teilnehmers, der sagte, ja, es ist ja meine Arbeit. Natürlich könnte man sagen, es ist meine Arbeit, es ist die Arbeit des Projektmanagers, sich nerven zu lassen. Aber der Witz an der ganzen Geschichte ist, es geht ja nicht nur eben um den Menschen selber, sondern es geht ja auch um das Projekt. Und dieses Nerven, die Auswirkungen, der Gründe für dieses Nerven sind ja oftmals, wie du es hier richtig auf der Folie hast, ne, einfach lange Projektlaufzeiten. Also die Nerven, aber auch die Gründe für lange Projektlaufzeiten nerven, wie zum Beispiel Verzögerung. Oder aber, das sind ja alles Themen, die hier auch genannt wurden, unklare Prioritäten. Ne. Dann der Klassiker natürlich, der Kampf um Ressourcen. Ne, das man natürlich heutzutage ja nicht in der paradiesischen Situation ist und man hat ein einziges Projekt, man hat alle Ressourcen, die man benötigt und mauschelt dann und hat dann vielleicht mal durch Krankheiten Ausfall, sondern es ist ja gewöhnlich so, dass die Ressourcen, begrenzte Ressourcen da sind, eine Menge von Projekten und Tagesgeschäft und dann eben kracht dann darum, ja, wer die Ressourcen bekommt. Ne? Und ich als Projektleiter bin oftmals dann in der Lage, dass man von mir verlangt, dass ich dafür sorge, dass ich die Verantwortung übernehme, dass es so wenig Ressourcen gibt. Und damit natürlich genervte Mitarbeitende, ich, aber auch andere natürlich, aber auch mit meinen Mitarbeitern Schwierigkeiten. Ja, und natürlich viele inhaltliche Überschneidungen. Und was wir hier jetzt noch gar nicht betrachtet haben, ist ja auch die finanzielle Auswirkung. Da gehen wir heute gar nicht drauf ein, aber das hat ja der Uwe auch schon oft in seinen Vorträgen und ihr auch in eurem Workshop auch berechnet. Ja, was bedeutet das denn, wenn Projektlaufzeiten sich deutlich verzögern? Was hat das für Auswirkungen auch auf das Unternehmen? Also nicht nur auf die Mitarbeiter und auf den Frust und auf das Generve, sondern auch auf das Unternehmen. Vollkommen richtig, Claudia. Und der Witz an der Sache ist, das ist ja von der Privatwirtschaft aus gesehen. Ich weiß nicht, wie viele unserer Teilnehmer heute in der Privatwirtschaft sind. Für die ist es einfach ein Faktor, ne? Dass es tatsächlich Geld kostet. Selbst bei internen Projekten ja die Problematik, dass wenn interne Projekte sich verschieben, diese internen Projekte werden ja nicht just for fun gemacht, sondern auch um die Organisation vorwärts zu bringen. Das heißt, da gibt es dann auch Verluste in irgendeiner Form, wahrscheinlich auch mittelbar finanziell. Und bei den NPOs, wir hatten es ja erwähnt, oder dem öffentlichen Dienst zum Beispiel, da gibt es ja, die machen ja auch, die existieren ja auch nicht, um irgendwelche Leute, die in der Privatwirtschaft nicht unterkommen, zu versorgen, sondern die sind ja auch dazu da, um wichtige Tätigkeiten im Staat und Gesellschaft zu machen. Und wenn das da Probleme gibt, dann haben wir im Staat und in der Gesellschaft Probleme. Und das vergisst man oft, ne? Also man ist oft sehr stark im Lokalen unterwegs, aber dass das auch gerade bei NPOs ganz große Auswirkungen hat. Noch einmal den Schmerz hier zu vertiefen. Hier nochmal die Liste, die ja jetzt sozusagen sowohl im Vorfeld als auch im Anschluss gut zu unserer kleinen Liste passt. Was wir auch immer wieder feststellen, Multitasking im Projekt. Geschäft ist schädlich, dass es eben Auswirkungen hat, sowohl auf die Menschen, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, aber auch auf die wirtschaftlichen Ergebnisse. Um nochmal auf die Menschen zu kommen, wissenschaftlich ist erwiesen, dass Mitarbeiter, die ständig Multitasking leisten, sich chronisch überfordert fühlen und das auch objektiv sind. Man leidet wirklich unter Stress und gerät in Gefahr eines Burnouts und am Ende steht nicht selten eine depressive Erkrankung. Und es ist nicht so, dass man dann deutlich effizienter arbeiten würde. Ganz im Gegenteil, man ist furchtbar überlastet und die Qualität der Arbeit nimmt noch deutlich ab. Wer also mehrere anspruchsvolle Aufgaben zugleich bewältigen soll,
der leistet nicht mehr, sondern deutlich weniger. Und da kann man sich dann auch errechnen, was das für ein Schaden für Unternehmen und für auch NPOs ist. Das Thema hat uns so umgetrieben, dass wir vor ein paar Jahren eine Studie gemacht haben, zusammen mit dem Professor Krumes, der Professor an der Hochschule in Koblenz ist, die Wistam und auch die Critical Chain Fachgruppe hat da unterstützt. Wir haben 31 Fragen aufgestellt, haben mehr als 500 teilnehmende Firmen gehabt aus 20 Branchen. Da haben sich viele mit dran gehängt, die Gesellschaft für Informatik, das Projektwerk und so weiter. Und wir hatten wirklich ganz interessante Auswertungen dazu. Die meisten Unternehmen haben gesagt, als Fazit, wir glauben, wir können 30% die Projekte beschleunigen. Also wirklich deutlich schneller arbeiten, wie wir heute arbeiten, wenn wir es schaffen würden, das, was uns am Flow behindert, zu beseitigen. Interessanterweise, vielen ist es klar, wenn man mit Mitarbeitenden spricht, die wissen ganz genau, wo einer der größten Hebel liegt. Das Problem dabei ist ja tatsächlich, das hört sich ja alles jetzt sehr gut an und der eine oder andere, zumindest also meiner Generation, könnte eventuell jetzt sagen, ist doch Quatsch, ne? Ist alles Unsinn, ne? Jemand, der ein harter Projektleiter muss multitaskingfähig sein, die Mitarbeiter müssen multitaskingfähig sein. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass das gewöhnlich tatsächlich in so einem Teufelskreis endet. Ne? Ich erzähle es einfach jetzt mal an dieser Präsentation, aber ich hätte dann dazu auch noch zwei Beispiele. Sehr gerne. Aus meiner eigenen Erfahrung, als ich damals mich mit diesen Themen noch gar nicht beschäftigt hatte, interessanterweise. Die Schwierigkeit ist, dass wir, und das war ja auch in einer dieser Anmerkungen, was einen nervt, nämlich die Problematik der Rüstzeiten. Das heißt, wenn man im Endeffekt tatsächlich parallel arbeitet, mental an bestimmten Dingen arbeitet, haben wir einfach, wir Menschen einfach das Problem, dass wir nur einen Prozessor im Kopf haben. Wir haben für bestimmte körperliche Eigenschaften, ich bin wie gesagt kein Neurologe, deswegen alles mit einem Fragezeichen im Detail, aber grundsätzlich sagen wir mal bestimmte Sachen wie gleichzeitig atmen und gleichzeitig mit den Händen wackeln, das können wir alles. Schwierig an der ganzen Angelegenheit ist mentale, wirklich schwierige mentale Dinge, die im Endeffekt parallel zu machen, dazu haben wir nur einen CPU, im Moment im Kopf. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir auf eine andere Arbeit gehen, dann bekommen wir Schwierigkeiten. Und dann haben wir Rüstzeiten, die wir im Endeffekt, dieser Begriff fiel ja auch schon, Rüstzeiten, die wir dann haben, um auf diese andere Arbeit umzuschalten. Diese Rüstzeiten addieren sich und addieren sich zu den Aktivitäten. Und da habe ich vielleicht ganz kurz, bevor ich zu dieser Präsentation komme, da habe ich tatsächlich zwei Erlebnisse gehabt in meiner Zeit, als ich mich mit diesen Themen noch gar nicht beschäftigt hatte, sondern nur einfach naiv Projekte gemacht habe. War einmal in einem großen Programm eines großen Handelskonzerns. Und tatsächlich hatten wir das Problem, wir hatten tausende von Projekten im Endeffekt, die parallel liefen, die miteinander verbunden waren, dann eben ein richtiges Programm in der Form. Und wir hatten das Problem, Projekte wurden eigentlich nicht fertig. Und da hatte der Geschäftsführer damals eine super Idee und er sagte, wir frieren einfach eine gewisse Anzahl von Projekten ein. Und das funktionierte. Plötzlich lief das Projekt vorwärts. Und da war ich damals sehr beeindruckt. Und später, als ich dann Claudia kennenlernte und auch in diesem Bereich dann mich eingelesen hatte, wurde mir einfach klar, warum. Ich hatte dann nämlich die Möglichkeit, bei einem anderen Projekt tatsächlich das auch zu benutzen. Denn ich habe damals ein Projekt gehabt, ein Campus-Management-System auf einer Hochschule einzusetzen. Wir hatten es eingesetzt und am ersten Tag, in den ersten Tagen kamen ziemlich viele Fehler auf. Und ich meldete diese Fehler an den Softwarehersteller. Und der Softwarehersteller lieferte nicht. Die lieferten einfach nicht. Wir meldeten und die lieferten nicht. Und da, wie gesagt, erinnerte ich mich genau nämlich an dieses Thema hier. Nämlich hier, dass ich gesehen hatte, dass es nämlich blöd ist, diesen Work in Process immer wieder zu vergrößern. Denn wenn der zu groß ist und wenn die Ressourcen nur noch hin und her tickern, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt erledigen wollen, dann addieren sich im Endeffekt die Rüstzeiten, die dieses Hin- und Her-Tickern, wie gesagt, verursacht mehr oder weniger eine Blockade. Die Durchlaufzeiten steigen im Endeffekt.
Die Verspätungen oder dass es überhaupt gar nicht, zumindest man das Gefühl hat, es kommt nicht, also es sind im Endeffekt ja Verspätungen, die dann intransparent sind. Dadurch, dass ich immer wieder neue Fehler meldete, die ich natürlich mit einer entsprechenden Prio dann auch reinbrachte und bitte sich sofort darum kümmern, wichtige Sache, bla bla bla, verstärkte ich diese Geschichte. Das heißt, diesen Teufelskreis, den Claudia hier gerade zeigt, den habe ich erlebt. Und damals war ich allerdings in der Situation, dass ich diesen Teufelskreis schon kannte. Und daher konnte ich damals bewusst Folgendes machen. Ich habe einfach meine Mitarbeiter angewiesen, keine neuen Fehler mehr zu melden. Die natürlich zu dokumentieren, aber nicht mehr zu melden. Beziehungsweise, wenn es Fehler gab, dann eben klar zu sagen, lass die und die Fehler hin. Die sind nicht ganz so wichtig, die braucht ihr nicht bearbeiten. Das heißt, der Softwarehersteller hat eine klare Vorstellung davon, was ist im Endeffekt wichtig und hatte auch nur eine gewisse Menge von Arbeiten, die er ohne dieses Hin- und Her-Tackern, dieses Multitasking im Endeffekt, von der Claudia schon gesprochen hat, erledigen konnte. Und tatsächlich, die haben die Fehler gelöst. Und wir haben dann, sobald eine Lösung kam, haben wir dann wieder neue Fehlermeldungen, aber eben in einem speziellen Rhythmus gegeben. Das heißt, im Endeffekt tatsächlich, es gibt ja dieses schöne Bild auch, ne, wie kriege ich eine Elefantenhorde durch ein enges Tor? Und die Lösung ist einzeln. Also das heißt, dass dieses, wir schieben nach, wir machen Druck, hilft nicht. Das hilft, das bringt nur eine weitere Verstopfung im Endeffekt und Kollaps. Und was bringt, ist eben den Work in Process rauszunehmen. Ein Teil der Lösung hast du ja schon gesagt. Irgendwo müssen wir einhaken. Aber oft ist es ja nicht so, dass das in Unternehmen sofort klar ist, den Work in Process zu reduzieren. Das fühlt sich ja erstmal irgendwie komisch an. Ja, also und wenn ich dann noch wie soll ich das denn Kunden erklären? Oder du hast es vorhin auch gesagt, jedes meiner internen Projekte hat ja in der Regel eine Berechtigung. Und ich mache die ja nicht aus Jux und Dollerei oder damit ich mal beschäftigt bin, sondern ich möchte ja ein Ziel damit erreichen. Also liegt mir sehr dran, dass das drin bleibt, dass da weiter dran gearbeitet wird. Und zu verstehen und zu akzeptieren, dass das zumindest im ersten Schritt die einzige Möglichkeit ist, das ist nicht ganz so einfach. Du hast vollkommen recht. Der Vorteil, den ich damals hatte, war, dass ich innerhalb dieses Projektes im Endeffekt der Chef war und ich in dem Moment niemanden hatte, der mir auf die Finger geguckt hat. Mhm. Weil was ich natürlich gemacht habe bei diesem Campus-Management-System, war natürlich, dass ich Fehlermeldungen zurückgehalten habe. Dass wenn ich jetzt noch jemand anders neben mir gehabt hätte, der dann plötzlich neben mir gesessen hätte, sich die Haare gerauft hätte und gesagt hätte, bist du wahnsinnig, das muss doch gemeldet werden, dann hätten wir schon ein Problem gehabt. Aber der Vorteil war, dass ich in dem Moment durch mir klar war, dass das ein Denkfehler war. Wenn ich nachschiebe, wenn ich sage, so schnell wie möglich, das muss so schnell wie möglich passieren, damit es so schnell wie möglich fertig ist, das ist ein Denkfehler. Die Unternehmen erkennen das, sie spüren, dass sie Druck haben, sie spüren vor allen Dingen diese ganzen Nebenwirkungen. Ja? Und das führt ja eben dazu, anders als du, die du ja schon die Erkenntnis hattest, dass ich das Gefühl habe, ja, wenn ich jetzt nicht mit meinem Projekt starte, dann habe ich überhaupt keine Chance, an diesem Ressourcenkampf teilzunehmen. Also starte ich mein Projekt jetzt. Und das führt dazu, dass dieser Teufelskreis sich mehr und mehr und mehr verstärkt. Also Unternehmen erkennen, dass sie was ändern müssen. Und oft kommen eben unterschiedliche Ideen hoch, bevor man sich zu diesem doch eher gefühlt größeren Schritt aufmacht. Eine der ersten Ideen, wir führen jetzt eine Software an. Das ist der absolute Klassiker. Also da kann ich immer nur zu sagen, a fool with a tool is still a fool. Das ist, beschreibt eigentlich das Problem sehr gut. Ne? Wobei ich natürlich nicht niemanden jetzt, der Probleme mit dem Projektmanagement hat, gleich als Fool bezeichnen will. Aber im Endeffekt jemand, der ein Problem hat und ein Werkzeug hat, aber nicht weiß, wie er dieses Werkzeug benutzen soll, der hat immer noch das Problem. Tatsächlich ist es aber wirklich so, wie du sagst, Claudia, ich habe immer wieder Leute, die mich dann angesprochen haben, auch Firmen, wenn ich Seminare oder sowas gehalten habe, die dann sagten, ja, aber eigentlich brauchen wir ja nur eine gute Software. Da ist mir eine Geschichte mal passiert, die für mich also sehr, sehr deutlich zeigt,
dass eine Software alleine es nicht macht. Ne? Ich habe mal für einen großen Versicherer gearbeitet, als Projektleiter, und der war sehr stolz auf seine Matrix-Organisation. Ne? Und die hatten ein richtig gutes Tool, richtig tolles Tool. Ne? Das heißt, ich hatte meinen Projektplan und ich habe dann in diesem Projektplan, den habe ich in das Tool eingearbeitet, und ich konnte in diesem Projektplan dann für die einzelnen Arbeitspakete, konnte ich dann bestimmte Mitarbeiter, die in der Linie waren, die in der Abteilung waren, dann eben bei dem jeweiligen Abteilungsleiter anfordern für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Aufgabe. Ne? Das war eine super Sache. Das war echt genial. Ne? Wunderschöne Software, wunderbar, funktionierte echt super. Das Problem, das ich ein bisschen hatte, war, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitsergebnisse nicht liefern. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einem dieser Mitarbeiter, der sagte, ja, wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Ne? Löst euch. Ne? Habt ihr nicht. Ne? Ihr arbeitet jetzt exklusiv für mich. Ne? Ja, das sieht mein Chef aber ganz anders. Gut, dann habe ich mit seinem Chef, mit seinem Abteilungsleiter geredet, und der hat mich ausgelacht. Ne? Der hat gesagt, ach, diese komischen Anfragen von diesem komischen Tool da, ne? Da sage ich immer zu, da kriegt keinen Ärger mit der Geschäftsführung. Und aber nee, meine Mitarbeiter, die brauche ich selber. Und da habe ich auch verstanden, warum dieses Unternehmen, wo ich dann auch nicht furchtbar lange mehr gearbeitet habe, dann auch Probleme mit ihren Projekten hatte. Und klar, die Software macht es nicht. Ne? Das ist nicht der Punkt. Also man muss was dahinter haben, die Software ist ein Werkzeug. Das ist genau das Thema. Das heißt ja nicht, dass eine Software nie sinnvoll ist. Ganz im Gegenteil. Man kann mit einer Software super gut steuern. Aber es löst im Moment nicht dieses drängende Problem, dass wir viel zu viel Work in Process haben mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Ja, dafür ist es nicht die Lösung. Dann gibt es weitere Ideen. Wir brauchen bessere Kennzahlen. Lasst uns doch jetzt mal OKR, MBO oder was auch immer einführen. Und dann können wir unsere Mitarbeiter viel besser messen und viel besser führen. Das ist mehr oder weniger ein ähnliches Thema. Ne? Also die Schwierigkeit ist vielleicht sogar noch ein bisschen problematischer als die Software-Thematik. Ne? Auch Kennzahlen sind natürlich Werkzeuge. Das heißt, bestimmte Kennzahlen, um bestimmte Dinge zu messen, sind sinnvoll. Das Problem ist eben nur, was will ich messen? Und da habe ich noch eine andere Ebene des Problems. Und das ist nämlich die Ebene, messe ich eigentlich die richtigen Sachen? Also ich habe zum Beispiel, als ich mit Projektmanagement angefangen habe, wie gesagt, also unbeleckt von allen theoretischen Wissen und vor Jahrzehnten, habe ich einen Projektplan gebaut von insgesamt 1000 Arbeitspaketen. Ich habe mehr oder weniger jeder Bleistift, der verlegt wurde von irgendjemandem, habe ich genauestens beschrieben und zeitlich dann natürlich auch mit entsprechenden Schätzungen eingebracht. Und habe mich dann total gewundert, warum es nicht funktioniert hat. Ich habe dann echtes Mikromanagement gemacht. Ne? Ich habe dann so abgedackelt, meine Mitarbeiter, und habe dann gefragt, hast du das gemacht, hast du das gemacht, hast du das gemacht, hast du das gemacht. Und es hat nicht funktioniert. Aber da waren die Zeiten, die passten alle nicht, klappte nicht. Die Leute sagten, okay, das war ja jetzt auch nur eine Schätzung und du kannst ja jetzt nicht von uns verlangen, dass wir da auf so einem Level überhaupt schätzen und überhaupt. Ne? Und wieso fragst du uns? Wir schon selber was wir tun. Und da muss ich natürlich erwähnen, dass ich der Projektleiter bin und dass bitte solche Sachen natürlich nicht gehen, ne? Dass ich dann natürlich über alles genau informiert sein muss. Totaler Unsinn. Ich hatte ja über dieses italienische Projekt gesprochen, jetzt am Anfang. Sagen wir mal so, ich will nicht behaupten, dass die Kollegen dort in Italien tatsächlich die großen Superprojektmanager waren. Aber ich habe von denen tatsächlich was gelernt. Weil es funktionierte bei denen. Und ich habe nachher versucht herauszufinden, was bei denen wirklich funktioniert hat. Und die haben einfach das Projekt im Endeffekt sehr grob gesteuert. Die haben einfach gesagt, okay, was brauche ich eigentlich für die Steuerung? Da muss ich eigentlich ja nur wissen, wer, was muss gemacht werden über einen gewissen Zeitraum oder zumindest bis das irgendjemand anderes das dann eben braucht, das Ergebnis. Diese Abhängigkeit, na, und habe ich zu dem Zeitpunkt die Leute dafür. Und nur danach haben die im Endeffekt gesteuert. Sehr stark aus dem Bauch raus, was für mich als Deutscher mit meiner, ja, doch Planungsorientiertheit ein bisschen eigenartig war. Und heutzutage würde man vielleicht sagen, das war agil, aber so richtig agil war es auch nicht, was die gemacht haben. Aber es hat geklappt. Es hat mit einfachen Steuerungsmechanismen geklappt und die haben keine super großen Kennzahlen gebraucht, die ich natürlich einführen wollte, logisch, und die dann natürlich wieder nicht funktioniert haben, was mich natürlich wieder fertig gemacht hat. Daher ist die Frage, was will ich messen? Und oft ist es ja so, dass diese Kennzahlen sehr stark lokal orientiert sind.
Wir haben oft nicht den globalen, was ist für das Unternehmen jetzt gerade das Wichtigste. In der Regel geht es ja um Durchsatz, weil ich will ja weiterhin nachhaltig am Markt teilnehmen. Und oft hat man das Thema bei den Kennzahlen, dass die sehr stark lokal optimiert sind und das ist nicht immer die zielführende Kennzahl. Noch eine Idee. Wir müssen unsere Mitarbeiter besser befähigen. Wir schicken sie auf Workshops, zertifizieren, wir lassen sie coachen, was auch immer. Kannst du da auch was aus Italien zu beitragen? Aus Italien jetzt vielleicht weniger, aber auch zumindest aus den Zeiten, in denen ich aktiv als Projektmanager gearbeitet habe oder auch nachher, sagen wir mal, Projektmanager selber gemanagt habe. Das Problem mit den Workshops ist, wir sind nicht gegen Workshops, ganz im Gegenteil. Wir machen sie ja selber und wir machen sie auch gerne. Nur sie sollten zielführend sein. Und oft ist es dann, sind wir wieder bei dem Thema. Wir haben das Unternehmen, das so funktioniert, wie es gerade funktioniert. Und dann helfen die schönsten Methoden nicht. Ich muss erstmal den Rahmen schaffen als Unternehmen, wo es die Methoden überhaupt eine Wirkung entfalten können. Ich finde, dass auch Mitarbeiter sollten sich einfach mehr anstrengen. Dann wäre doch eigentlich alles geregelt. Das ist genial. Also als Führungskraft muss ich sagen, das wäre für mich eigentlich die ideale Lösung, denn ich müsste als Führungskraft dann einfach sagen, das ist nicht mein Problem. Einfach, was kann ich dafür? Ich kenne es aus dem Asterix-Heft, da war es so schön. Ne? Die sind alle so blöd und ich bin ihr Chef. Das ist Pech einfach. Ne? Warum habe ich nur solche Idioten, die sich im Endeffekt nicht genügend anstrengen oder unfähig sind? Der Witz ist ja, als Führungskraft, auch als Projektleiter, will ich ja steuern im Endeffekt. Und das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich ein Umfeld schaffen, in dem die Leute sich sowieso von sich aus, also die Arbeit so gut machen können, dass es funktioniert. Und was heißt gute Arbeit? Was will ich von denen eigentlich nur? Ich will doch eigentlich nur von denen, dass die ihre Aufgaben, diese Arbeitspakete, die ich im Projekt habe, einfach so schnell wie möglich in einem Rutsch möglichst abarbeiten. Aber dazu muss ich als Führungskraft natürlich denen auch was bieten. Denn wenn ich denen die Arbeitspakete so gebe, dass die ja sowieso nur halb gar fertig sind und die sich erstmal innerhalb ihrer Arbeitspakete erstmal gucken müssen, dass sie sich die Vorbereitung erstmal selber erarbeiten, dann werde ich dieses Ziel nicht erreichen. Gut, dann kann ich natürlich sagen, es ist eine tolle Sache, ne? Die sind einfach zu blöd, ne? Oder zu faul oder der Himmel weiß was. Aber die Wirklichkeit ist, ich habe einfach als Führungskraft denen nicht die Möglichkeit gegeben, das zu tun, was dem Projekt am meisten helfen würde. In einem Rutsch die ganze Arbeit wegarbeiten. Das Wichtige ist, als Führungskraft bin ich verantwortlich, dass ich ein Umfeld schaffe. Und ich kann in Projekten so ein Umfeld genauso schaffen. Wenn ich denen die falschen Signale gebe, dann werden die Sachen schieflaufen. Wenn ich Leute dazu bringe, dass zum Beispiel jetzt hier mit dem Schätzen, haben wir ja auch jetzt schon öfters das Thema, ne? Mit diesem tollen Schätzen, das ist eine super Geschichte. Ne? Ich gehe zu jemandem, sage, okay, na, schätze doch mal bitte, wie lange brauchst du für dieses Arbeitspaket? Ne? Ich kann das so nicht sagen. Es kommt drauf an, Guido. Richtig, kommt drauf an, ne? Ganz genau. Ne? Ja, und die Frage ist, kommt eigentlich darauf an, ob ich, sagen wir mal, das akzeptiere, dass das eine Schätzung ist, oder ob ich dir irgendwann mal auf die Finger gucken werde und sagen werde, Claudia, ne, du hast 3 Tage geschätzt und hast 3,5 gebraucht, das wird sich aber sehr schlecht auf deinen Bonus oder Himmel weiß was, ne, oder dein späteres Vorwärtskommen ausprägen. Dann wirst du natürlich automatisch, wirst du in deinen Schätzungen, die ja im Endeffekt, du weißt ja, die Schätzungen werden als Termin in den Projektplan eingetragen, ne? Genau, der hat echte Zusagen, ne? Ganz genau, ne? So werde ich das bundeln, ne? Also wirst du dann entsprechende Puffer einbauen, ne? Also Sicherheiten einbauen. Ich kann dir ja auch nicht zeigen, dass ich früher fertig bin, ne? Also wenn ich jetzt sage, der legt mich immer fest, ja? Also das sage ich statt 3,5 Tage lieber 5 Tage. Ich weiß aber, eigentlich kann ich das in 2 Tagen schaffen. Lass ich es erstmal liegen. Das Tückische dabei ist ja, ne? Das Tückische ist ja, dass du schon richtig sagst, du mir ja nicht sagen kannst, dass du in 2 Tagen wirklich fertig bist, wenn du in 2 Tagen fertig bist. Also sagen wir mal wirklich, man könnte ja sagen, ist ja Jacke wie Hose, ne? Okay, na, dann schätzt die Claudia eben 5 Tage anstelle 2 und dann nachher braucht sie 2 Tage. Kannst du dir natürlich nicht leisten, weil wenn du in 2 Tagen fertig wirst, würde ich sagen, vor der Zeit. Aber beim nächsten Mal, beim ähnlichen Projekt, wirst du natürlich keine Möglichkeit mehr haben, mir die 5 Tage zu verkaufen. Da will ich sagen, ja. Oh,
Also ich bin ja schon ein netter Kerl, schon eine nette Führungskraft, wenn ich dir die 2 Tage lasse. Normalerweise kennst du dich ja jetzt aus und müsstest in einem Tag fertig sein. Jetzt ist das Problem damit, ne? Wenn ich als Führungskraft das mir zu einfach mache und immer davon ausgehe, dass die Idioten und Faulenzer unter mir eben das alles nicht hinkriegen. Wenn ich denen aber die falsche Umgebung, die falschen Incentive, die falschen Signale gebe. Und als Mitarbeiter ist mir ja ganz, ganz wichtig, zuverlässig zu sein. Ich will dich nicht enttäuschen, ich will mein Unternehmen, ich will auch mich nicht enttäuschen. Ja, für mich wäre es ja eine Katastrophe, wenn ich jedes Mal zu lange brauche. Ja, dann setze ich mich doch lieber hin und mache meine Aufgabe noch ein bisschen hübscher. Das ist das Tückische ja dabei. Ne? Es geht ja nicht darum, dass du irgendeine bösartige Projektmitarbeiterin dann bist, die auf Teufel komm raus das Projekt verlängern will und sich auf die faule Haut legen will. So, du willst ja gute Arbeit machen. Ne? Nur du bist gezwungen, eben diese 5 Tage, und die nutzt du dann wahrscheinlich auch, um diese 5 Tage dann eben auszufüllen. Ne? Natürlich gibt es da so, ja, auch da. Natürlich so ein paar Sachen, die gefährlich sind. Ne? Also mal davon auch abgesehen, dass du diese 5 Tage ausnutzt, ist natürlich die Gefahr dann auch, dass du eventuell lange Zeit dann eben wartest, vielleicht andere Sachen machst. Wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass du dich jetzt in Tiefschlaf da, sondern irgendwie so ein Beamten-Tiefschlaf oder Himmel weiß was machst, sondern du tust ja wirklich was. Nur du tust vielleicht was anderes, weil du sagst, okay, ich bin in 2 Tagen so fertig. Ich habe 5 Tage gesagt, also kann ich jetzt 2 Tage um eine andere Sache, die so lange nicht, wo andere Leute mir auf die Füße treten. Dann kommt Murphy, ne? Und dann brauchst du 6 Tage, ne? Und dann wird das gesamte Projekt noch wesentlich größer. Ne? Das heißt, das ist gar nicht so einfach mit diesen Veränderungen. Ne? Jetzt haben wir ja vieles angesprochen, und haben jedes Mal gesagt, naja, irgendwie so richtig doll ist es nicht. Das kann vielleicht im Kleinen auf lokaler Ebene ein bisschen was verbessern, aber so richtig eine grundlegende Veränderung werden wir nicht so erzielen können. Das heißt, vielleicht schauen wir uns jetzt mal an, was sind denn überhaupt so Anforderungen an grundlegende Veränderungen? Das ist extrem wichtig. Ich hatte es ja vorher schon gesagt, das Schwierige an der Sache ist ja, wir sagen jetzt, und deswegen das Problem überhaupt an Workshops und auch natürlich an einer Veranstaltung wie unserer, dass wir sagen, okay, ne, ja, es gibt ja Lösungsmöglichkeiten, wir können es ja anders machen. Die Schwierigkeit daran ist nur, wenn dieses anders machen jetzt wiederum die Organisation belastet. Bringt das nicht viel? Die mögliche Vision, dass man mal irgendwann besser wird, wird erstmal nicht helfen. Ne? Und da eben gibt es ein paar Sachen, die schon wichtig sind. Ne? Eine Anforderung an so eine grundlegende Veränderung, wie du es gerade hier gesagt hast, ist eben, es muss sich schon, also wenn ich was verändern will, wenn ich das angehe, dann muss es schon außerordentliche Ergebnisse geben. Wenn es nur eine kleine Änderung ist, dann macht es nur großen Aufwand, viel Wind vor der Hoftür, wie die Mutter meiner Frau, die aus dem Niedersächsischen kommt, immer sagte, das bringt nicht großartig viel. Also wirklich außerordentliche Ergebnisse, das ist wichtig. Wenn das nicht klar ist, dass dieses Projekt, diese Veränderung, das bringen wird, dann kommt das nächste Projekt daher, was dann viel mehr verspricht. Ja? Das heißt, ich bin dann am ständigen Wechseln oder das versandet, ja, geht eh nicht voran. Genau, ne, weil es kann ja nicht vorangehen, weil die Ressourcen ja ohnehin am Anschlag sind. Und mit diesen Änderungen verstärke ich diese Situation. Das heißt, auch diese Veränderungen werden nicht schneller fertig. Deswegen muss es so stark sein und so gute Ergebnisse voraussagen. Alles, was man logisch herleiten kann, sollte dann zeigen, oh, das wird wirklich eine große Veränderung und außerordentliche Ergebnisse geben. Win für alle Beteiligten. Diese außerordentlichen Ergebnisse sind ja eher eine Geschichte, die auf der Entscheidungsebene eines Top-Managements zum Beispiel läuft, um Top-Management dafür zu begeistern. Das Hauptproblem ist damit ja nicht gelöst. Das Hauptproblem nämlich, dass wir zu viel Arbeit haben. Und jetzt kommt irgendwie so ein Verein, so eine Truppe, Beratungstruppe oder so weiter und sagt, okay, Top-Management, geile Methode, geile Sache, kriegen. Wird super fluppen alles. Ja, und was bedeutet das für die Mitarbeiter? Noch mehr Arbeit. Und das eben,
Das sollte eine vernünftige, also wenn man Änderungen einführt, um eben diese Projekte nicht mehr so nervig zu machen, dann sollte man gucken, dass man gleich am Anfang so einen Win für alle Beteiligten einbaut. Ganz genau. Dass jeder merkt, es sofort merkt, es wird besser. Nicht, es wird noch mehr Arbeit, schon wieder so eine dämliche Idee, sondern ups, damit wird es ja wirklich besser. Kein Risiko. Man muss aufpassen, dass das nicht das Nichtstun der bessere Deal dann wäre. Entweder gar kein Risiko oder es wird wirklich so gering, wie es irgendwie geht. Und es muss sehr einfach sein. Weil kompliziert sind wir schon. Und jetzt drum, wie kriegen wir es einfacher hin? Du hast vollkommen recht. Also das ist ja auf der einen Seite von der Menge der Ressourcen, die benötigt werden, darüber hatten wir ja schon gesprochen, muss es irgendwie die Möglichkeit geben, dass die Ressourcen irgendwo freigemacht werden im ersten Schritt, dass also auf jeden Fall daran gearbeitet werden kann, ohne dass der Druck noch mehr zunimmt. Aber es muss natürlich auch insgesamt, sollte es auch verständlich, sollten auch alle nachvollziehen können, was da gemacht wird und nicht eine Komplexität sein, wo die Leute überhaupt nicht verstehen. Heute ist es schon kompliziert genug. Ja, wenn wir jetzt noch die Veränderung noch komplizierter machen, dann haben wir wieder das Problem, es macht keiner mit. Ja, warum sollte ich jetzt was für mich viel komplexer ist, viel schwieriger ist? Man muss einfach davon ausgehen, die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, sind ja enorm willig zu helfen. Manche sind auch versaut, ne? Das ist mir auch schon mal passiert. Leute, die über ein langes Arbeitsleben so versaut worden sind, dass die schwer abholbar sind, aber die meisten wollen helfen. Nur wenn sie nicht können, aus Ressourcengründen oder weil es einfach zu kompliziert ist und sie es einfach nicht verstehen, was sie tun sollen und machen, dann wird es schwierig. Und es muss, wir hatten es oben schon mal gesagt, dass es ein Win für alle Beteiligten sein muss. Es muss aber auch gewährleistet sein, dass die Umsetzung dieser Veränderungsprozess dann auch alle mitnimmt. Dass die jederzeit, wie hier so schön steht, an Bord bleiben und die Implementierung mit unterstützen. Weil wenn wir es nicht gewährleisten, dass schnell, hatten wir ja vorhin auch schon mal gesagt, so schnell positive Wirkungen entstehen, dann fehlt auch die Energie, dann vielleicht etwas kompliziertere Sachen oder etwas schwierigere oder aufwendigere Schritte durchzuführen. Das heißt, man muss gucken, dass die Implementierung gut durchläuft und immer gleich eine spürbare Verbesserung bringt. Genau. Das heißt, jede Initiative zur Verbesserung muss diese Anforderung erfüllen, weil sonst wird sie weder die Ergebnisse bringen, noch lohnt es sich überhaupt, da mitzumachen. Und das spüren Mitarbeitende und auch Führungskräfte ziemlich schnell, ob das einen Sinn macht, sich da jetzt reinzuknien und das zu machen, oder ob das sinnlos sozusagen ist. Also die Erfahrung habe ich leider eben in den meisten Fällen im Negativen auch gemacht. Also ich habe sehr, sehr viele Methoden und Ansätze kennengelernt, habe versucht auch stellenweise manche selber durchzuführen. Ich erinnere mich damals an meinen verzweifelten Versuch, ein Multiprojektmanagementsystem in einem großen Handelskonzern einzuführen. Das ist mir zwar irgendwie gelungen, aber so irgendwie war das System nachher da, aber so richtig genutzt wurde es nicht, weil eben ich mehr oder weniger alles, so ziemlich jede dieser Punkte nicht erfüllt hatte mit der Einführung. Und dann hast du ein großes Risiko, dann verlierst du zum Beispiel auch dein Gesicht, selbst wenn du kein Geld verlieren würdest, aber du als richtig. Führungskraft, das ist auch eines der Risiken, die da mit reinspielen könnten. Jetzt haben wir schon einiges über Veränderungen gesagt und wir hatten ja auch den wunderschönen Teufelskreis. Du hast es ja da schon gesagt, dass man den Work in Process verändern muss, damit Themen auch wieder vorangehen können, Projekte auch vorangehen können. Und vielleicht magst du diese Steuerung des Work in Process kurz vorstellen. Der aus meiner Sicht also am besten funktioniert, ist tatsächlich, wenn wir folgende Dinge benutzen. Erst einmal Projekte und natürlich auch Aufgaben, also Arbeitspakete mit Durchlaufzeit optimale Ressourcenbesetzung planen. Das heißt, die Planung insgesamt sollte so sein, dass man immer davon ausgeht, also Arbeitspakete so schneidet, dass die A klein übersichtlich sind und dass man dann eben sagt, welche Ressourcen brauche ich und diese Ressourcen wirklich geblockt sind. Die machen da nichts anderes mehr. Ja. Vielleicht müssen wir noch eins vorneweg sagen. Wir haben
zu diesem Zeitpunkt den Work in Process schon reduziert. Ja, wir machen sozusagen einen Cut, wir reduzieren den Work in Process, damit Projekte schnell vorangehen. Die anderen Projekte werden eingefroren und dann sukzessiv, es kommt hier glaube ich auch, sukzessiv wieder aufgetaucht. Und aus dieser veränderten Work in Process Situation gehen wir dann über in diese Steuerung des Work in Process. Und dann eben, dann ist es ja verhältnismäßig einfach, wenn wir dann eben uns ein bisschen freimachen von dem Gedanken, dass schnell starten automatisch heißt schnell fertig sein. Wenn ich mich davon freimache, dann schaffe ich jetzt eben das, die Projekte, beziehungsweise die Aufgaben dann eben so, dass es eben nicht mehr zu Ressourcenkonflikten kommt, zumindest planerisch. Also dazu kommen wir, glaube ich, ja gleich auch nochmal. Wir werden natürlich trotz der besten Planung wahrscheinlich nie verhindern können, dass es irgendwann zu Ressourcenkonflikten kommt, weil natürlich Projekte gerade in der Multiprojektumgebung ja eine enorme Flexibilität und Dynamik drin ist. Aber wir sollten zumindest von vornherein planen, dass wir davon ausgehen können, dass es keine Ressourcenkonflikte gibt. Das heißt, eine Staffelung eben der Projekte so, dass Ressourcen eben dann nur noch, wie es hier steht, temporär überlastet sind, also nicht systemisch, da wir diese Ressourcen überlasten. Dann eben das Thema, worüber wir auch schon gesprochen haben, die Liefertermine eben auf Basis dieser Staffelung sozusagen. Also nicht zu sagen, wir sind dann und dann fertig, sondern auf Basis dieser Staffelung. Es bringt nichts, wenn wir unmögliche Liefertermine nennen und wir wissen, wir haben nicht die Ressourcen dafür, weil dann kommen wir wieder in die Situation, ne? Dann so nach dem Motto, vielleicht waren wir ja doch fertig. Ich meine, wenn die halt noch ein bisschen parallel arbeiten und dieses und jenes machen, ne? Ich meine, man kann natürlich noch mit Überstunden arbeiten, aber das ist natürlich auch eine gefährliche Kiste, wenn das zum Normalzustand wird. Ne? Ich spreche nicht davon, dass man auch mal Überstunden anordnen kann, wenn es notwendig ist, wenn es zu großen ungeplanten Problemen kommt. Aber als Normalzustand, so nach dem Motto, wir machen einen Liefertermin, wir sagen einen Liefertermin zu, der wesentlich früher ist als alles, was wir eigentlich einhalten können, weil irgendwie, wenn wir die Leute schon dazu bringen, dann eben notfalls 24 Stunden die Nacht dazu zu arbeiten. Und dann eben die Projekte auch an dem Tag zu starten, der sich aus der Staffelung ergibt. Das heißt, nicht anfangen tatsächlich zu sagen, okay, wir haben es ja die Staffelung, aber ihr könnt ja schon mal anfangen. Weil wenn wir jemand sagen, ihr könnt ja schon mal anfangen, ist das für ihn das Signal, ich habe unklare Prioritäten. Normalerweise habe ich die Aufgabe, das zu machen, aber mir wurde ja gesagt, ich sollte auch schon mal in dem Projekt arbeiten. Und dann ist wieder alles vorbei. Dann ist diese ganze Planung für die Katz. Und jetzt sind wir nämlich beim nächsten Thema und das betrifft diese sogenannten taktischen Prioritäten. Das ist auch so eine Geschichte, die nämlich extrem wichtig ist, weil ist hier natürlich, wäre es hier falsch, sich zurückzulehnen, zu sagen, super, damit mit diesem Work-in-Process-Steuerung haben wir alles gepackt, ne? Wir haben keine Ressourcenkonflikte mehr, alles klar. Wie ich schon sagte, ne? Gerade in der Multiprojektorganisation, aber auch in Einzelprojekten wird es natürlich immer zu recht sind dynamische Sachen. Wir leben, wie gesagt, in einer VUCA oder Murphy-Welt, wo Dinge eben schief gehen, wo Dinge schief gehen, trotz bester Planung, bester Risikoplanung und allen Pipapo und Sicherheiten und was alles wir auch haben. Es laufen Sachen schief. Das heißt, wir werden irgendwann sicherlich auch in Ressourcenkonflikte kommen, trotz allem. Was dann machen? In so einem Moment müssen wir von vornherein eine Priorität setzen, die automatisch, also eine Regel im Endeffekt, die automatisch einem Projekt, also den Zuschlag gibt. Die Priorität. Und wenn wir davon ausgehen, und das ist natürlich auch so eine Geschichte wieder, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Strategische Prioritäten. Ja, welche Projekte nehmen wir denn eben in unser Projektportfolio dann überhaupt auf? Welche sind denn wichtiger? Also nach meinem Dafürhalten sollten nur die wirklich wichtigen, die nämlich genau auf das Unternehmens- oder Organisationsziel einzahlen. Nur die sollten rein, alle anderen sollten gar nicht gemacht werden. Ist manchmal einfacher gesagt als getan, aber wenn man das hat, ist es sowieso kein Problem. Dann müssen wir einfach gucken, dann sind alle gleich strategisch wichtig, alle Projekte. Und wir müssen einfach gucken, welches Projekt ist gefährdeter. Und dafür gibt es auch, dafür bräuchten wir dann wirklich eine Kennzahl. Und da gibt es eine nette Kennzahl, die man benutzen kann, die ich auch in der letzten Zeit häufiger benutzt habe und die super funktioniert. Du hattest ja jetzt von strategischen Prioritäten gesprochen, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass ich strategisch durchaus Projekte habe, die konkurrieren
Und dann brauche ich eben das, was wir hier jetzt auf dieser Folie taktische Prioritäten nennen. Weil das, was du meinst, das kann man auch machen, aber das erfordert eine Diskussion. Wenn ich aber eine eindeutige und auch robuste Kennzahl habe, dann brauche ich keine Diskussion mehr. Dann Ganz hast du genau. diese Kennzahl und da steht, und das heißt in dieser Reihenfolge optimal mit Ressourcen versehen und es wird vor allen Dingen nicht unterbrochen, ja, sondern es wird Ganz genau. Gesehen, dass das Projekt in schnellstmöglicher Zeit durchgeführt wird. Und dafür, wir hatten ja vorhin mal über Software kurz gesprochen, dafür kann man zum Beispiel sehr gut eine Software nutzen. Nicht jede Software, aber es gibt Software, die das sehr gut können und da auch dann unterstützen können. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen, nachdem man den Work in Process reduziert hat, damit man in den Flow kommt, dann braucht man eben genau diese, wie steuere ich denn jetzt den Work in Process, dass ich nicht wieder in die hohe Last komme, in die zu hohe Last komme und wie komme ich dazu, welches Projekt oder welches Arbeitspaket jetzt die höchste Priorität hat im und für das Unternehmen. Und wie macht man das, diese Einführung, wir nennen das Transformation. Und da gibt es eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise, der wir auch noch einen sogenannten Lernprozess integriert haben. Das heißt, wir schauen uns gemeinsam mit dem Unternehmen immer an, warum bzw. wofür ist denn dieser Veränderungsschritt überhaupt erforderlich? Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Haben wir das gleiche Ziel? Wollen wir wirklich das und das tun und erreichen? Was daran ist schwierig, macht es aber trotzdem möglich. Auch das sollte gut angeschaut werden, weil da sind dann oft die Widerstände, die dann die einzelnen, ich sag mal, Stakeholder dann auf den Tisch bringen, wo es dann schon mal Hänger gibt in so einem Projekt. Und dann ist eben die Frage, wie soll es erreicht werden? Das sind Überlegungen, die wirklich vorher erfolgen sollten. Und auch der Punkt, was sollten wir denn noch unbedingt bedenken, die sogenannte Vollständigkeitsannahme. Das sind Themen, mit denen man sich, bevor man loslegt, beschäftigen sollte. Wenn man diesen Plan hat, dann wäre der nächste Schritt, nämlich die Umsetzung dessen, was wir gesagt haben, wie soll es erreicht werden, nämlich die Taktik. Und wenn wir das umgesetzt haben, dann schauen wir uns an, haben wir das umgesetzt, was wir umsetzen wollten? Haben wir das wirklich genau so gemacht? Haben wir die Wirkung erzielt, die wir uns oben überlegt hätten? Was wollen wir denn erreichen? Wenn wir sie nicht erreicht haben, woran hängt es? Nochmal zu prüfen, haben wir die Taktik wirklich so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen haben? Was waren Einflussfaktoren, die vielleicht dazu geführt haben, dass wir nicht die Wirkung erzielt haben? Wir nennen das hier Abweichungsanalyse. Und das nächste ist für den nächsten Schritt, für die zukünftigen Schritte, dass diese Erfahrung, die wir oben gemacht haben in den ersten vorgehenden Schritten, zu nutzen und dann auch in den weiteren Implementierungsplan einzubauen. Was auch da wichtig ist, um den Work in Process gleich auch da gering zu halten und auch zu gucken, wo erziele ich denn überhaupt eine Wirkung. Erst wenn das alles erledigt ist, beginnen wir mit dem nächsten Schritt. Sonst haben wir nämlich auch nicht das Gefühl, ist das, was wir gerade getan haben, überhaupt das, wo wir die Wirkung miterzielt haben, oder haben wir vielleicht was ganz anderes getan und haben damit eine Wirkung erzielt. Wofür machen wir das denn? Damit die Projekte nicht mehr so nerven. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern fürs Zuhören, Mitmachen, vor allen Dingen im Vorfeld und auch jetzt mit Fragen. Bis dann. Danke. Tschüss. Auch.